Reisen und Genießen wird Ihnen präsentiert von Wörlitz Tourist, Ihrem Berliner Reiseveranstalter. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Und wir haben ein paar Reisen getan und wollen Ihnen nun davon erzählen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Reisemagazins von TV Berlin mit dem programmatischen Titel Reisen und Genießen. Diese neue Sendung soll Ihnen natürlich Lust aufs Reisen machen, in Verbindung mit kulturellen, musikalischen und kulinarischen Genüssen. Pünktlich zum Auftakt der Reisesaison 2011 zeigen wir Ihnen ein paar attraktive Reiseziele, die wir natürlich auch vorher selbst besucht haben. Da wir aber nicht alle Destinationen kennen können, haben wir einen sehr kompetenten Partner an der Seite, einen Experten in Sachen Traumurlaub. Es ist der bekannte Berliner Reiseveranstalter Wörlitz Tourist. Aus dessen Reisebüro im Shopping Center Alexa, wie hier und heute, auch diese Sendung gestalten. Diese hier ist eine von insgesamt 14 Wörlitz-Tourist-Filialen, also Reisebüros in Berlin, wo freundliche und bestens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausführlicher Beratung bei der Suche nach dem optimalen Urlaub und dem richtigen Reiseziel helfen. Und über das eine und andere davon wollen wir heute auch berichten. Doch zunächst einmal möchten wir Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was so gerade im Reisetrend liegt. Und wo kann man sich besser darüber informieren als auf einer Reisemesse? Es ist nicht die ITB, wohl aber eine kleine Ausgabe davon, die Berliner Tourismusmesse, die kürzlich wieder stattfand und zum dritten Mal in Folge von Wörlitz Tourist veranstaltet wurde. Und wir haben uns dort mal für Sie ein bisschen umgeschaut. Die Berliner sind dafür bekannt, dass sie in großen Scharen zusammenströmen, wenn es irgendwo was zu kicken gibt. Und das gab es reichlich auf der dritten Tourismusmesse im Kongresszentrum am Alexanderplatz am 8. Januar. Die Anstehenden warten hier übrigens auf die Gratis-Stadtrundfahrten, wobei die Besucher einen Eindruck von modernen Busreisen bekamen. Die Branche boomt gewaltig und präsentiert wurden hier nicht sündige Südseeträume, sondern reizvolle Reiseziele, die sich jeder leisten kann. Es sind Umweltgründe, Sicherheitsfragen und Zeitgeist, die europäische Ziele wieder so attraktiv machen. Dank Internet und Computer kann heute jeder schon im Vorfeld prüfen, wie es vor Ort wirklich aussieht. In seiner Begrüßung bringt es der Veranstalter dann auch auf den Punkt. Wir wünschen Ihnen viel, viel Spaß in diesem Reisejahr 2011. Viel Freude, vor allen Dingen Gesundheit und das, was immer wieder wichtig ist beim Reisen, Appetit und Neugier aufs Leben. Natürlich ist bei der Reiseplanung neben dem Ziel auch die Wahl des richtigen Veranstalters entscheidend für einen gelungenen Urlaub. Die meisten Besucher hier haben so gute Erfahrungen gemacht, dass sie zu Stammkunden wurden. Wir haben so fast alle Hauptstädte durch, ne? Ja. Wir wollen überlegen, was uns noch fehlt. Also die haben viel Zeit zum Reisen. Ja. Rentner und als Rentner muss man sehen, dass man fit bleibt, ne? Wer rastet, der rostet. Jetzt waren wir gerade in Neuseeland, haben uns mal die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, war sehr schön. In 3 Wochen 660 Kilometer mit dem Fahrrad. Und man fühlt sich gut. Wenn man zu Hause ist, tun die Knochen weh. Und wenn man auf dem Fahrrad sitzt, tun die Knochen ja nicht weh. Also Reisen hält jung. Genau, ja. Wenn wir jetzt rückblickend sagen würden, waren wir voriges Jahr in Island. Das war eine sehr schöne Reise. Die hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und wir waren auch in den Dolomiten, also hier von Wörlitz aus. Das war schon eine schöne Sache. Also im Sommer haben wir schon geordert, 2x Usedom. Mit der ITB hat Berlin zwar die weltgrößte Tourismusfachmesse, aber die reiselustigen Endverbraucher wollen auch ganz konkrete Angebote und die Möglichkeit zum Preisvergleich. Im letzten Jahr mit mehr als 5000 Gästen platzte das aus allen Nähten und dann haben wir gesagt, wir müssen uns erweitern, wir müssen größer werden und mit dem BCC, mit der Kongresshalle hier am Alexanderplatz haben wir natürlich die Location in Berlin gefunden, die dafür geradezu prädestiniert ist und in Richtung Reisemesse ja auch eine große Tradition in Berlin hat und natürlich viele Tausende jetzt schon am Vormittag, die hierher gefunden haben, Berliner, Brandenburger, die Appetit aufs Reisen haben unter dem Motto Urlaub, wie er mir gefällt, schöner kann es dann eigentlich nicht sein, da freut man sich, wenn Träume, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. In einer Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen gaben jüngst 53% der Befragten an, sich in diesem Jahr eine Reise innerhalb Deutschlands vorstellen zu können.
So ist Mecklenburg-Vorpommern sogar auf internationalen Märkten zu einer Top-Destination aufgestiegen. Heimlicher Höhepunkt der Messe war natürlich die Tombola, zu der viele Veranstalter Reisen als Preise gestiftet hatten. Vom zweitägigen Aufenthalt in einem Wellness-Hotel an der Ostsee bis zur mehrtägigen Kreuzfahrt auf der AIDA. Im Gegensatz zu Lotto oder Roulette sorgten die hohen Gewinnchancen für entsprechende Nachfrage. Da gingen die Lose auch mal im Zehnerpack weg. Und wir schauen mal, wie mir das Glück heute ist. Ins Elbflorenz-Dresden, also Dresden im Besuch der Sendung. Aber was vermögen Reiseprospekte gegen den Reiz des Exotischen, hautnah auf die Bühne gebracht bei der Samba-Show? Der nackte Anblick ist gut für die Durchblutung, stärkt Herz und Kreislauf und hat als Nebenwirkung ganz klar Fernweh. Die Kataloge des Veranstalters gingen weg wie geschnitten Brot. Und auch die Besucherströme rissen den ganzen Tag nicht ab. So gesehen wird der Erfolg der dritten Berliner Tourismusmesse ihr wohl einen festen Platz im Veranstaltungskalender sichern. Eben noch auf der Showbühne im Berliner Kongresszentrum am Alex und jetzt hier bei uns. Ich begrüße ganz herzlich den Geschäftsführer von Wörlitz Tourist, Herrn Dr. Ulrich Bastek. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Man konnte ja sehen, die dritte Berliner Tourismusmesse war ein beachtlicher Erfolg. Waren Sie zufrieden? Wie viel Besucher haben Sie gezählt? Also für uns war es ein großer Erfolg. Das Team war unwahrscheinlich begeistert, die Gäste waren begeistert. Mehr als 8000 Gäste hatten wir. Immerhin bei knackig kalten Wintertemperaturen, darüber haben wir uns sehr gefreut. Und die Gäste haben nicht nur das Flair wahrgenommen der Messe, haben die Messestände besucht, sondern haben mit uns ja auch eine tolle Stadtrundfahrt unternommen. Also Berlin für Berlinern, man entdeckt auch an einem kalten Winterwochenende seine Stadt wieder. Und insofern haben wir eigentlich, denke ich, auch an den einen oder anderen Impuls für das Reisefieber in diesem Jahr gesetzt. Und dazu zählen dann natürlich solche Favoriten, solche Highlights wie die Mailänder Skala. Also mit Wörlitz Tourist kann man über Ostern zur Mailänder Skala reisen. Man kann im Sommer Opernaufführungen in der Arena di Verona kennenlernen. Man kann das großartige Puccini Festival in Torre del Lago, also in der Toskana, besuchen. Und wenn es nicht so weit weg sein soll, dann werden wir in diesem Jahr viele Gäste zum NDR und MDR Kultursommer chauffieren. Der Opernsommer in Kurin ist dabei. Und natürlich Dresden mit der Semperoper und für die etwas leichtere Muse dann die Musical-Touren nach Hamburg, also König der Löwen, Ungebrochen, das Highlight seit ja fast zwei Jahrzehnten, Tarzan, Sister Act, also die Klassik-Hits in Hamburg, die kann man auch mit Wörlitz Tourist erleben. Genau. Und damit unsere Zuschauer mal eine Vorstellung davon bekommen, wie so eine Wörlitz Classic Tour aussehen, haben wir mal eine Reise nach Dresden begleitet und natürlich auch mit einem Besuch der berühmten Semperoper. Elbflorenz, ursprünglich so genannt wegen seiner Kunstsammlungen, zudem aber auch aufgrund seiner barocken und mediterranen Architektur in der landschaftlich reizvollen Lage am Fluss. Dresden ist eine Kunst- und Kulturstadt von internationalem Rang und war 2004 bis 2009 Weltkulturerbestätte. In der Rubrik Wochenend- und Kurzreisen gilt das Ziel als absoluter Klassiker im Programm, schon wegen der kurzen Anfahrt. Eine gemütliche Busfahrt ist also eine gute Gelegenheit, einige Mitreisenden etwas näher kennenzulernen. Bei der Ankunft in Dresden schienen schon die ersten Bekanntschaften geschlossen und eine gut gelaunte Truppe freut sich auf das Mittagessen im altehrwürdigen Sophienkeller im Taschenbergpalais. Serviert wird im großen Zeithainer Lustlager des Gewölberestaurants. Wir kehren zurück zu unserer Gruppe, die sich wohl genährt und gut unterhalten aufmacht zur Stadtrundfahrt. Anstelle standardisierter Texte vom Band unterhält hier eine Insiderin mit fachlich fundierten Erklärungen, auch mal etwas selbstkritisch und natürlich in Hochdeutsch. Und Narretei scheint's, gibt es manchmal rechte Hand. Das Regierungsviertel in Sachsen liegt hier. Erste Station ist die wohl derzeit meistbesuchte Sehenswürdigkeit Dresdens, die in den letzten Jahren aufwendig restaurierte Frauenkirche im Stadtzentrum. Sie gilt als prachtvolles Zeugnis des protestantischen Sakralbaus und verfügt über eine der größten steinernen Kirchenkuppeln nördlich der Alpen. Nach fast 10-jährigem Wiederaufbau wird die Frauenkirche heute wieder für Gottesdienste, Führungen und Konzerte genutzt.
Als nächste Attraktion erwartet die Gruppe eine Art kunstvolles Fernsehen im Dresdner Panometer. In einem ehemaligen Gasspeicher wurde ein 360-Grad-Panoramabild des barocken Dresden im Jahr 1756 installiert, 27 Meter hoch und 105 Meter im Umfang. Der Besucher erlebt auf einem 12 Meter hohen Turm quasi mitten in der Stadt einen Tagesablauf mit Licht- und Klangeffekten. Faszinierend ist die perspektivische Detailversessenheit des Anblicks, der den Betrachter nahezu mitnimmt auf eine Zeitreise. Abendstimmung nicht nur im Panometer. Die Übernachtung war mit Sightseeing-Effekt arrangiert, denn das 5-Sterne-Westin-Bellevue liegt direkt am Elbufer und bietet als einziges Hotel den berühmten Canaletto-Blick auf die Altstadt-Silhouette von Dresden. Die Hotelausstattung bietet jeglichen erdenklichen Komfort. Immer emsig um den Wohlfühlfaktor seiner Gruppe bemüht, treffen wir den Reiseleiter vor dem Hotel. Was macht Dresden so beliebt? Ja, also die gesamte Stadt ist natürlich wunderschön vom ganzen Ambiente, von den Gebäuden her. Denn der kulturelle Aspekt, die Semperoper, die Frauenkirche, das ist ein ganz tolles Gemisch, was gut ankommt, was den Leuten gut gefällt. Auch das zweite Stammhotel des Veranstalters begeistert die Gäste jedes Mal. Direkt auf dem gegenüberliegenden Ufer prägt das 4-Sterne Superior Maritim Hotel die Silhouette. Der riesige Lichthof mit scheinbar freischwebenden Liftanbauten verleiht dem Haus mondänes Flair. Vom 10. Stock aus bietet sich ein grandioser Blick auf die sächsische Hauptstadt, auch auf das Westin gegenüber. Dort herrscht inzwischen abendliche Vorfreude, denn als Höhepunkt der Reise empfinden die meisten den Besuch der Semperoper, übrigens auch inklusive. Auf dem Plan steht allerdings eine der wenigen Operetten, die auch in Opernhäusern gespielt werden. Die Fledermaus von Johann Strauss. Der erst 1985 abgeschlossene Wiederaufbau folgte weitgehend den Plänen des Architekten Gottfried Semper. Heute gilt die Semperoper als eine der schönsten Spielstätten der europäischen Opernszene. Sie ist zudem das Stammhaus der traditionsreichen sächsischen Staatskapelle, ab 2012 unter der künstlerischen Leitung von Dirigent Christian Thielemann. 1874 uraufgeführt, ist die Fledermaus die wohl berühmteste Operette von Johann Strauss' Sohn und gilt als der Höhepunkt der goldenen Ära der Wiener Operette. Am nächsten Morgen wird klar, einige haben gestern Abend an der Hotelbar noch lange Debatten über die Inszenierung geführt, während die Frühaufsteher erstmal eine Nacht darüber schlafen wollten. Erste Eindrücke von der Reise. Die Betreuung war gut, ja, doch, war sehr gut. Muss man auch sagen, der Reiseleiter ist ja auch ein netter Kerl gewesen, hat ja nette Worte gefunden, war nie verlegen. Also muss man schon wirklich sagen, alles rundherum kann man zufrieden sein. Schönes Hotel ausgesucht. Wir sind ja schon ein paar Mal mit ihm gefahren und waren immer begeistert. Auch gestern Abend war der Höhepunkt in der Oper. Es war wunderschön. Wir werden jedes Mal wirklich wiederkommen. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Auch diese etwas moderne. Diese alte Version kennen wir schon alles, ne? Aber fand das toll, echt. Aber die Wiener haben es genauso empfunden, die haben auch die Fledermaus gesehen. Für sie war es auch nicht diese spritzige, heitere, leichte Sache, sondern ein bisschen überladen mit bayerischen Schuhplattlern-Elementen. Also. Die unkonventionelle Inszenierung hat die Reisegruppe tatsächlich beschäftigt, aber das ist ja auch die vornehmste Aufgabe der Kultur. Und damit niemand hier den Fernseher vermisst, steht zu guter Letzt noch ein weiteres kulturelles Highlight an. Denn nach der Restaurierung des grünen Gewölbes 2006 wurde die Türkische Kammer erst im Februar 2010 eröffnet. Seltene osmanische Kunst aus den prunkvollen und einzigartigen Sammlungen August des Starken ist nach 60 Jahren wieder in angemessenem Rahmen zu sehen. Allein das ist ein absolutes Muss in Dresden. Nach so viel Kultur freut sich manch einer schon auf den bequemen Bus und die Heimfahrt. Die wichtigste Erkenntnis der Kurzreise beschreibt der Volksmund mit dem ganz einfachen Satz: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und die Teilnehmer dieser Fahrt haben eine Menge zu erzählen. Ja, und ich könnte nun auch noch viel erzählen über die schöne Dresden-Reise mit dem Besuch der Semperoper.
denn es hat mir sehr, sehr gut gefallen und wie man ja sehen und hören konnte, den meisten Reisegästen auch. Wir hatten nun eine 2-Tage-Reise nach Dresden begleitet, aber Sie bieten diese Dresden-Reise auch als 3-tägige Tour an. Was kommt denn da an Attraktionen noch dazu? Die Mehrzahl unserer Termine, unserer Dresden-Reisen sind 3-Tagesreisen und dort versuchen wir natürlich mit einem richtigen Genießerprogramm in die Dresden-Tour einzusteigen. Und so fahren unsere Gäste am ersten Reisetag zunächst nach Meißen. Meißen liegt ja nicht weit weg von Dresden, in die schöne Porzellanstadt Meißen. Und wir besuchen die Porzellanmanufaktur. Die hatte ja letztes Jahr immerhin ihr großes Jubiläum. Dann am letzten Reisetag, das ist dann der 3. Reisetag, zusätzlich aufgenommen, dass wir eine Schifffahrt, eine Raddampferfahrt von Dresden, von den Brühlschen Terrassen elbaufwärts machen und dann geht es im Prinzip bis Pillnitz, also in den wunderbaren, bezaubernden Barockgarten von August dem Starken und Gräfin Kosel. Die Gäste genießen also eine Schifffahrt auf der Elbe, gehen dann im Barockpark Pillnitz ein bisschen bummeln und von Pillnitz geht es dann am Nachmittag zurück Richtung Berlin. Also neben Stadtrundfahrt, Altstadtspaziergang und anderem mehr sind es vor allen Dingen dann Meißen und Pillnitz, die bei 3 Tagen dann dazukommen. Und eine solche 3-Tage-Reise nach Dresden mit einem Ihrer Komfortbusse, mit 2 Übernachtungen, Besuch, Semperoper und alles das, was Sie hier gerade dann auch erzählt haben, kostet in den Monaten März und April 369 Euro pro Person. Ist das richtig? 69 Euro, dort sind Verpflegungsleistungen dabei, Besuche, Rundgänge und da ist auch eine Eintrittskarte PK4 in der Semperoper, die ist natürlich auch inkludiert im Reisepreis. Sollten Sie sich nun für eine solche 3-Tage-Reise nach Dresden interessieren, liebe Zuschauer, dann rufen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer an und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Teilnahme. Falls Sie aber doch lieber etwas anderes suchen, nun gut, hier sind ein paar Anregungen und Vorschläge in unseren kurzen Reisetipps. Willkommen in Lissabon, einer der interessantesten Städte Europas. Die malerische Lage an der Mündung des Tejo verleiht der Hauptstadt Portugals ein ganz besonderes Antlitz. Entdecken Sie bei einer 5-tägigen Flugreise die prachtvolle Burg Saint-Georges, das Hieronymus-Kloster sowie die eindrucksvolle Unterstadt. Ein Besuch der wunderschönen Gärten von Quilés sowie eine gesellige Weinprobe stehen ebenfalls auf dem Programm. Frühling in Lissabon, 5 Tage für 599 Euro pro Person im Doppelzimmer. Hier sind 3 Osterreisetipps. Der Kölkenhof in Holland lockt mit einer schier unglaublichen Farbenpracht und erste Bienen summen um die Abertausend Blumen und Blüten. Einen ganz besonderen Osterspaziergang können Sie in Weimar unternehmen, wo Sie das Barockschloss Belvedere und die berühmte Anna-Amalia-Bibliothek besuchen. Und erleben Sie luxuriöse Ostertage inmitten der mecklenburgischen Seenplatte. Sie logieren im 5-Sterne Radisson Blue Resort Schloss Flesensee, wo Sie sowohl kulinarisch als auch kulturell verwöhnt werden. Rhein und Mosel, 2 der berühmtesten Weinanbauregionen Deutschlands, können Sie bei dieser einmaligen Kreuzfahrt mit der luxuriösen Swiss Tiara erleben. Los geht es in Straßburg, bekannt für französischen Wein und Flammkuchen. Und weiter führt die Fahrt nach Rüdesheim, Koblenz, Cochem bis nach Trier, wo die berühmte Porta Nigra schon von Weitem grüßt. Und das Beste, wer schnell bis zum 11. März bucht, spart 100 Euro pro Person ohne Einzelkabinenzuschlag für Alleinreisende. Eine ganz außergewöhnliche Kreuzfahrt auf einem eleganten Schiff. Ja, diese Rhein- und Mosel-Kreuzfahrt, die klingt ja sehr verlockend. Kennen Sie das Schiff? Das Schiff ist mir sehr gut bekannt. Wir haben das Schiff seit 3 Jahren im Vollcharter zu verschiedenen Terminen. Und im letzten Sommer bin ich selber mit 130 Gästen von Wörlitz-Tourist in Holland und Belgien unterwegs gewesen. War eine tolle Woche. Antwerpen, Amsterdam, all das haben wir kennengelernt. Und für dieses Jahr haben wir mehrere Termine, die Swiss Tiara gechartert und einen Termin, halt eine besondere Tour unter dem Motto Rhein, Romantik und Mosel-Zauber, wo es von Straßburg, also in Frankreich, werden wir starten und fahren dann ein Stück Rhein abwärts. Und das Tolle an der Swiss Tiara ist auch, dass immerhin 2 Decks über französische Balkons verfügen. Also alle Kabinen haben alles sind Außenkabinen. Aber 2 Decks haben französischen Balkon. Das heißt, man sitzt dann auch zuweilen mal in seiner Kabine, zieht das große Fenster auf und lässt dann Mosel und Rheintal an sich vorüberziehen. Die Burgen, die Weinhänge, die kleinen Städtchen. Also das ist schon ein tolles Erlebnis. Verlockend sind ja auch die Kur- und Wellnessreisen bzw. Vitalreisen, die Sie anbieten und davon eine ganze Menge in Ihrem neuen
Sommerkatalog sind sie aufgezählt. Es geht dann nicht nur in schöne Wellness-Hotels in der Ostsee, zum Beispiel nach Usedom. Usedom, die Badewanne der Berliner, so wie man es früher genannt hat. Und da sind wir sehr stark vertreten. Da haben wir auch ein sehr tolles Partnerhotel, das Kaisersbar Hotel zur Post, was für uns fast ein Haushotel geworden ist, wo wir im letzten Jahr auch mit der kompletten Firma unser Firmenjubiläum, unser 20-jähriges gefeiert haben und damit natürlich auch den Kollegen allen ein bisschen Appetit gemacht haben, dieses tolle Hotel auch mit im Angebot richtig gut zu verkaufen. Also ich kann das nur bestätigen, denn wir waren dort, wir haben den Aufenthalt dort auch sehr genossen und hier ist unser Bericht. Abschalten, neue Kräfte sammeln und genießen. Das Kaisers Bar Hotel zur Post bietet dafür die allerbesten Voraussetzungen. Diese außergewöhnliche Hotelanlage, deren Anfänge auf das Jahr 1902 zurückgehen, liegt direkt im Herzen des idyllischen Seebads Bansin und nur 100 Meter vom Ostseestrand entfernt. Die prachtvolle Strandpromenade mit vielen Restaurants und hübschen Geschäften ist gut zu Fuß erreichbar. Hinter der schmucken Fassade des Hotels empfängt den Gast eine gediegene Behaglichkeit und besondere Atmosphäre, die von der Aufmerksamkeit und Freundlichkeit der Gastgeberfamilie und ihrem Team geprägt ist. Das Hotel zur Post verfügt über 170 Gästezimmer und Suiten, hell und geräumig und eingerichtet mit gediegener Eleganz und dezentem Luxus. Der Blick vom Balkon und der Terrasse geht auf den schönen Innenhof oder auf die historischen Bauten der Bansiner Bäderarchitektur. Vom Haupthaus und seinen drei Villen sind es nur ein paar Schritte bis zum sogenannten Kaisersbar, einem 1200 Quadratmeter großen Wellnessparadies mit Innen- und Außenpool, mit großzügiger Sauna- und Badelandschaft und 17 Anwendungs- und Behandlungsräumen. Sanus per aquam, Gesundheit durch Wasser. Hier wird es gelebt, in vielen Variationen. Wohlsein für Leib und Seele. Aber auch der aktive Gast findet viele Möglichkeiten, seinen Bewegungsdrang auszuleben. Unter professioneller Anleitung, drinnen wie draußen. Den Tag beginnen mit Bewegung an frischer Luft, beim Joggen oder Nordic Walking. Immer am Wasser entlang, wo die besondere Qualität der Usedomer Luft zum Wohlbefinden und zur Gesundung beiträgt. Die Waldluft und die Meeresluft, dieses Gemisch soll ja einmalig sein. Weltweit, 1000 Meter vom Strand entfernt, haben wir diesen Gemisch von Wald und Meeresluft. Wir sollen 30% mehr Sauerstoff haben als zum Beispiel in Berlin. Und dann Bewegung natürlich am Strand und dann anschließend schlemmen und gezielt essen, nicht überfüllen. Das ist doch Lebensphilosophie. Nach Herzenslust schlemmen und genießen. Individuelle Wünsche und geschmackliche Vorlieben werden gerne erfüllt. Das Wohl des Gastes ist oberste Maxime. Und das gleich in drei Restaurants. Von herzhaft und rustikal im Bistro Bansino über vital und gesund im großen Wellnessrestaurant zum Schlohensee mit abwechslungsreichen Frühstücks- und Abendbuffets. Bis hin zu exquisiten Menüs im Genießerrestaurant zur Alten Post. Wer also aktiv war am Tag und viel an der frischen Luft, der hat sich am Abend eine Belohnung verdient. Und zwar eine, die schmeckt und in stilvollem Rahmen serviert wird. Blaue Stunde. Ein schöner Tag an der See verabschiedet sich in die Nacht. Auf der Promenade gehen die Lichter an und im Hotel zur Post noch lange nicht aus. Zum Abschluss vielleicht noch ein Drink in der Captain's Lounge, der gemütlichen Hotelbar mit Live-Musik und Tanz am Wochenende. Oder man zieht sich ins behagliche Kaminzimmer zurück, allein mit sich und seinen Gedanken, mit einer guten Zigarre und einem kraftvollen Rotwein. Ja, so könnte ein schöner und erfüllter Tag an der See wohl enden. Und dazu die Gewissheit, dass der neue Tag genauso schön sein wird, im Kaisersbar Hotel zur Post im Seebad Bansin auf Usedom. Bleibt noch nachzutragen, dass das Hotel zur Post gerade in diesen Tagen einen neuen F&B-Manager eingestellt hat. Und das ist kein geringerer als der bekannte Fernsehkoch René Bobzin. Und ich kenne ihn noch als sternengeschmückten Küchenchef im Landhaus zu den Roten Forellen in Ilsenburg. Nun aber im schönen Hotel zur Post. Und das verspricht natürlich den Hotelgästen Gaumenfreuden der Extraklasse. Und Sie, liebe Zuschauer, können in diesen Genuss kommen, wenn Sie zum Beispiel an einer 6-Tage-Wellness-Reise nach Usedom teilnehmen. Und die beinhaltet 5 Übernachtungen im Hotel zur Post, 5 mal
ein Drei-Gänge-Menü am Abend bzw. Teilnahme an einem großen, opulenten Themenbuffet. Außerdem natürlich freie Nutzung des Kaisersbars mit der großen Sauna- und Badelandschaft. Und das alles zum Preis von nur 369 Euro pro Person im Doppelzimmer. Richtig, aber es gibt noch andere Angebote im Hotel zur Post. Das sind unsere Frühjahrsangebote mit 6 Tagen und wir werden das Ganze über fortsetzen. Im Sommer sind die Preise etwas höher natürlich in der Hochsaison, also auch Juni, Juli, August haben wir entsprechende Reiseangebote. Und wer das Ganze mit Busanreise haben möchte, dort möchten wir von unseren Gästen noch einmal 50 Euro haben. Und für 50 Euro ist dann die Hin- und Rückfahrt im Komfortreisebus inklusive Haustürservice dabei. Das heißt, wir holen alle Gäste von zu Hause mit Mietwagen und Taxen ab. Und nach Beendigung der Reise chauffieren wir auch alle Gäste mit Mietwagen und Taxe wieder nach Hause. Das ist also unser Komfortpaket mit 50 Euro. Und dann haben uns viele Gäste im letzten Jahr schon gefragt, ja, 5 Nächte, vielleicht auch ein bisschen kürzer, vielleicht nur ein Wochenende. Und insofern gibt es bei Wörlitz Tourist exklusiv ein Angebot für 199 Euro bis Mitte März. Und bis Mitte April für 229 Euro. Das beinhaltet dann 3 Nächte im Komfort-Doppelzimmer, also schicke große Zimmer. 2x Abendmenü ist dabei, ein Fondue-Abend ist dabei, Nutzung der Wellnesslandschaft und wir haben dann auch den Parkplatz inklusive. Also das ein Frühjahrsangebot, was wir bis Mitte April unterbreiten können, exklusiv bei Wörlitz Tourist in unseren Reisebüros per Telefon oder unter www.wörlitztourist.de. Genau. Alle Angebote, die wir Ihnen heute präsentiert haben, liebe Zuschauer, können Sie ganz einfach telefonisch buchen oder übers Internet. Wenn Sie aber eine ausführliche, kompetente Beratung wünschen, dann wenden Sie sich am besten an eines der 14 Wörlitz-Reisebüros in dieser Stadt. Gewiss auch ist eines ganz in Ihrer Nähe. So, das war's für heute. Herr Dr. Bastek, vielen Dank für die vielen verlockenden Reiseinformationen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder zur 2. Ausgabe von Reisen und Genießen am 20. März. Und darin berichten wir dann über, wo geht's dann hin, Herr Dr. Bastek? Wir werden wieder den einen oder anderen Wellness-Tipp bereithalten. Daneben möchten wir vielleicht unbekannte Seiten von Deutschland zeigen, also Deutschlands schönste Seiten, ein bisschen Insider-Tipps, was man hierzulande auch entdecken kann und dann natürlich La Dolce Vita, das süße Leben in Italien genießen, da geht es mit dem Flieger nach Rom, also eine unserer Flugreisen nach Rom möchten wir vorstellen. Auf diese Reise freue ich mich ganz besonders und ich hoffe, Sie reisen dann wieder mit. Bis dahin, alles Gute und gute Reise. Reisen und Genießen wurde Ihnen präsentiert von Wörlitz Tourist, Ihrem Berliner Reiseveranstalter.